Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Runde Horizon Forbidden West. So, wir sind ja letztes Mal hier in den Osram-Lager angekommen. Hier gibt es auch noch eine Quest. Alles, was es hier zu looten gibt im Lager, habe ich schon eingesammelt. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal die Quest an. Das ist das Risiko nicht wert. Auch nicht, wenn wir kurz vor dem Durchbruch stehen. Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier, ist das nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten? Vorspeisen oder Fisch? Es ist ein Tablett. Wer bist du? Kruschavit. Du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ihnen? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst... Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, es weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein, eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. So, was habt ihr an diesem Ort gefunden? Was hat euch ausgerechnet hierher geführt? Gute Expeditionen beginnen mit Gerüchten. Als die Tenakt unsere Truppen aus dem Westen vertrieben, beschrieben die zurückkehrenden Soldaten den See voller Zeichen der Alten. Ich hörte diese Geschichten und wusste sofort, dass hier unzählige Artefakte warten. Nur leider haben wir noch nichts gefunden. Zumindest bisher. Diejenigen, die geduldig sind, erwartet Sonnenschein, wenn die Wolken sich verziehen. Warum seid ihr im Westen? Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun... Während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Gesprächiger Genders wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Dann werde ich so berühmt wie der große Aram. Du teilst seinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten. Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt. Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Ah, die Ausgrabung? Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus. Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffte, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Vielleicht können wir alle bekommen, was wir wollen. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. So, haben wir eine neue Quest. Wir sollen da hinten die Ruinen untersuchen. Sie sollte besser aufpassen. Wir gucken mal, ob wir das schaffen.
Das ist keine gute Idee. Was, wenn die Tenak ihr Lager nicht gezogen haben wollen? Irgendwann brauche ich die. So, Munition schon mal voll machen. Man weiß ja nie. So. Und hier in den Ruinen vielleicht auch noch was drin. Vielleicht, dass wir hier irgendwo was übersehen. Wie weit ist denn das weg? Ja. Das müssen die Maschinen sein, die Gendas und Roshavit meinten. Okay, dann wollen wir mal. Aber erstmal gucken, was haben wir denn hier? Plasma hat hier kaum einen Effekt. So, da ist... Da haben wir... Ah, nicht den Schrotthaufen. Was haben wir hier? Schwach gegen Elektrizität. Was sind das für große hier? Da kriege ich den gescannt. Schwach gegen Wasser wird das wohl sein. Okay. Aber wir gucken mal. Was kann schon passieren, ne? Mehr als sterben können wir nicht. In Brutstätten kann ich vielleicht herausfinden, wie man die überbrückt. So, der läuft daher. Das heißt, da hinten ist noch einer von den Großen, ne? Kommst du hier zurück? Das ist meine Chance. Ach, da war der Stein im Weg. So, ist nur einer von den Großen da, ne? Erstmal heilen. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen.
keine Munition mehr. Sicher. Hier gibt es wohl nicht sonderlich viel. Aber diese Ruinen versinken im Wasser. Ich werde nicht sehr tief tauchen können. Ja, okay. Aber ich vermute schon jetzt, dass wir die Tauchausrüstung brauchen. Ruinen unter Wasser ansehen. Vielleicht finde ich da Spuren. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. In der Eingang. Ich dachte, wir gehen da durch die Pfütze und so eine Höhle, aber ist das anscheinend nicht. Dann schauen wir mal. Müssen wir vielleicht doch hier durchs Wasser gehen? Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal wieder. Da werden wir, glaube ich, definitiv die Tauchausrüstung für brauchen, oder? Ich versuche es nochmal. Aber erst ganz schnell nach oben. Sauerstoff. In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen. Ja, sag ich doch. Wir müssen später nochmal wiederkommen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann wirklich erstmal Richtung Hauptquest. So, wo müssen wir da hin? Da hinten hin. Gut, wir gehen, machen die Hauptquest erstmal. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Was ist das denn da oben? Ich sollte das Wasser abschütteln. Wer bist du denn, mein Freund? 30 Dornkiefer. Okay, schwach gegen Gift und schwach gegen Wasser. Hier gucke mal, wie es ausschaut. Ja.
Liegt auch noch eine Sonde rum, okay. Eine Art Drohne. Ob die dieses Gebiet überwacht? Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber wie komme ich da hoch? Ein Donnerkiefer zu erlegen ist immer eine gute Herausforderung. Ich weiß nicht, ob die Drohne Alarm schlägt, wenn die uns sieht. Oh, da kommt er schon. Lauf schön weiter. Ich könnte wo raufklettern, um auf die Drohne zu springen. Kaum noch eine freie Stelle. Hat er das nicht gespannt? Nö, ne? Das war keine gute Idee. Wie war das nochmal? Die musste ich, glaube ich, auch von der Seite, ne? Haben die am meisten Schaden genommen. Ja, ich glaube, das... Oh, genau, da oben. Ich kann noch. Ich hänge fest. Das brauche ich. Der hängt fest, das ist gut. Alter, wir waren so gut wie gar keinen Schaden bei denen. Ich glaube, das bringt nichts. Das bringt uns hier nicht wirklich weiter, ne?
Wir laufen in die Richtung. Und was stört meinen Fokus? Stört denn hier meinen Fokus? Aber gleich vorbei. Er weiß, wo ich bin, ne? Oder? Ja. So. Okay. Der war dann doch noch ein bisschen zu stark, würde ich sagen. In Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Das bringe ich später einem Färber. Da drüben! Gebt nicht auf! Im Grab nach dem. Du und du. Ihr kommt mit mir. Wo fangen wir an? Wir sind Grasstiller. Das Gebiet ist groß. Na los! Ich versuch's hier. Ich kann nichts Verdächtiges sehen. Ich will dich tot sehen. Da! Sieht sie her! Lage bitte. Du kannst von da aus besser sehen. Ich suche noch. Alter! Mit was haben die denn da geschmissen? Der kommt denn da? Den kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Ah, doch, kann ich. Los, macht sie fertig. Geschafft. Ich soll schon Leiche untersuchen. Vielleicht finde ich was Nützliches. Na, dann lassen wir ihn mal das Lager aufräumen, oder? Bad Munition. So. Manchmal sind die Maschinen auch nützlich, ne? Da kann man sie ja doch mal gebrauchen.
Oh, ich habe keine Heilpflanzen mehr. Ups. Aber hier haben wir noch ein bisschen Heilung, ne? Definitiv besser. Danke, dass du mir geholfen hast. Nur aufpassen, dass der nicht zurückkommt, ne? Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule. Wurden nach Ersatzteilen ausgeschlachtet. Doch was gehört da? Ist doch noch. Oben ist auch noch einer. Und nahe hier am Lager, ne? Das ist Wahnsinn. Keine Fehler mehr, haltet die Augen offen. Schlüssel diese Truhe öffnet? So, jetzt ist auch wirklich keiner mehr hier, ne? Ja. Man muss vorbereitet sein. Nicht verfügbar. Muss ich den ja wahrscheinlich auch noch erledigen. Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr. Die Heilpflanzen muss er auf jeden Fall auffüllen, ne? So. Nicht verfügbar, warum nicht? Sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass Tenak-Soldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Okay. Jetzt geht's. Gut. So. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist leider auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.